Kurzer Einschub, bevor das Video wirklich losgeht. Zukunftshero, du darfst das Ganze dann reinschneiden. Eigentlich schon fertig mit dem Videoschnitt, aber okay. Genau. Ich muss noch unbedingt jemanden grüßen in diesem Video, das habe ich versprochen an dieser Stelle. Sei die Carina, meine stellvertretende Leitung, gegrüßt, die meinen Kanal auf irgendeine Weise gefunden hat. Oh nein! Nein! Und ja, eine ganz gewisse Person dabei geholfen hat. So bist du am Arsch. Seid euch sicher, ich überlege mir noch eine Revanche. Jetzt soll es aber losgehen mit dem Video. Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Set Review. Heute mit dem Death Star Trench Run. Eines der Diorama-Modelle mit einer Quote obendran. Und was das taugt für seine 60 Euro OVP, das sehen wir jetzt nach der Timelapse. Hallo und damit herzlich willkommen zum Review von Death Star Trench Run. Ein weiteres Diorama-Set. 75329. Alle Infos wie immer in der Videobeschreibung unten natürlich. Steineanzahl 665 Teile. OVP 60 Euro. Das ist doch Betrug! Ja, das knallt 60 Euro für dieses kleine Futzelding. Das Gute ist, ihr müsst sie wie immer nicht bezahlen. Es ist kein Exklusivset bei Lego und damit müsst ihr auch nicht Full Price bezahlen. Ja. Dieses Set ist pretty much you get what you see. So, das ist erstmal vorne die bedruckte Platte. The Force is strong with this one. Darth Vader, entschuldigt bitte das weirde Kreppband um den Finger. Ich habe mich verletzt und habe kein Pflaster da. Dass du dumm bist oder sowas? Genau. Bedruckte Fliese, genau wie das Star Wars, Lego Star Wars Fliese. Sehr, sehr cool. Ähnlich wie beim Dagobah Mock. Gefällt mir soweit ganz gut. Ansonsten seht ihr ja, es ist wirklich sehr viel Greveling hier reingebaut mit sehr vielen kleinen Details. Das ist nämlich auch ein weiterer Punkt und Kostenfaktor dieses Sets. Es sind sehr viele kleine Teile auch noch. Falls ihr euch wundert, die Base von unten sieht so aus. Das sind wirklich große graue Platten, also ohne jegliche Farbsäule. Das könnte man sich tatsächlich auch in eine Glasvitrine stellen. Löblich an der Stelle. Aber für den Preis sollte es das auch sein. Hier möchte ich noch einen besonderen Print hervorheben. Und zwar den R2-D2-Kopf auf dem X-Wing. Ich versuche das mal scharf zu kriegen. So.
Der sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Die Antriebe hinten mit den Diamanten gefallen mir jetzt persönlich nicht so gut, weil die dann doch eine zu spezielle Form haben, aber für die Scale gibt es wahrscheinlich kein besseres Teil. Wir haben auch noch Prints für die TIE Fighter sowie für den TIE Advance. Hier, die kennen wir aus dem Moff Gideon Light Cruiser schon genau so. Ist auch dreimal der gleiche Print und ihr kriegt jeweils ein Extra für den R2-D2, eine extra Fliese und einen TIE Fighter extra. Ja. An sich gibt es zu dem Set nicht viel zu sagen. Ihr könnt die TIE Fighter natürlich auch noch anders positionieren. Das ist die Art und Weise, wie das Set das vorsieht. Ihr habt hier noch den Turm. Der ist beweglich, aber auch sehr fragil. Der sitzt nur auf so einer Jumperplate auf. Und theoretisch könnt ihr noch die Turbolaser... Nehmt es mal ab. Die Turbolaser verstellen. Und ihr könnt natürlich den Winkel eures X-Wings auch beliebig verändern. Genau, das ist der Weg, wie die Anleitung das vorgibt. Der X-Wing ist vielleicht etwas überproportional im Gegensatz zu den TIE Fightern, aber war wohl in der Scale einfach nicht anders machbar. Ansonsten habt ihr ja auch schon einen Rundumblick um das Set gesehen. Reveling-Arbeit ist wirklich schön, viele verschiedene Teile, groß, auch ein paar große wie das Gitter hier. Von hinten ist das Set dann nicht besonders anschaulich, jetzt nicht hässlich, es ist nur grau verbaut, aber auch nicht besonders schön mit den ganzen Anti-Stats. Werden sie sich oben noch Mühe gegeben haben, das jetzt auch noch zu verkleiden und auch hier teilweise noch ein bisschen über den Rand hinaus sind von der schwarzen Base. War es das dann an der Stelle auch schon? Ja, und das war es an der Stelle auch schon eigentlich vom Review. Ich meine, es muss euch so gefallen, wie es hier steht. Es ist ein reines Displayset, keine Funktion, in keiner Weise für Kinder zum Spielen geeignet. Ja, es muss euch so gefallen und bitte, bitte nehmt Rabatte. Es gibt auf Amazon Rabatte, es gibt... Beim Taschengeld-Dieb-Rabatte bei JB Spielwaren gibt es das Ding, glaube ich, auch billiger. Es gibt auf jeden Fall, ihr müsst keine 60 Euro dafür bezahlen und das ist es auch absolut nicht wert. Über 40 würde ich dafür nicht ausgeben. Wirklich nicht. So, das war's dann auch von diesem Review. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister. Hero!